Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einer Frage, die ich fast jede Woche gestellt bekomme oder irgendwo lese. Wie zur Hölle bekomme ich gewellte oder verbogene Bases und Spielplatten wieder gerade und flach? Die Lösungen dazu sind bereits in einem älteren TWS-Video rund um die Themen Bases und Untergründe zu finden. Aber da die Fragen nicht abreißen, fasse ich nochmal alle Tipps ausführlich und in diesem gesonderten Video und mit einem neuen Titel zusammen. Den ersten Problemfall kennt wohl jeder. Man hat ein Geländestück auf einer Base gebaut und nach dem Bemalen und Dekorieren hat sich der Untergrund irgendwie verzogen. Das liegt daran, dass Leim und Farbe beim Trocknen ihren Wasseranteil und damit an Volumen verlieren. Dadurch zieht sich quasi alles ein wenig zusammen und es entstehen Kräfte, die dann auch fürs Verziehen der Base verantwortlich sind. Denn diese Kräfte wirken ja nur auf der Oberseite, wo das Geländestück ist. Aus der Buchbinderei gibt es aber folgenden Trick, um von der anderen Seite ebenfalls eine ausgleichende Kraft wirken zu lassen, die Base dann wieder begradigt. Dazu sind nur ein Blatt Papier und Holzleim nötig. Streich die Unterseite der Base einfach gleichmäßig mit Holzleim ein, leg dann das Blatt Papier drauf und drückt es fest an. Das Papier wellt und verzieht sich zwar dann etwas durch die Feuchtigkeit des Leims, nach dem Durchtrocknen habt ihr aber wieder eine glatte Fläche und die Base ist spürbar flacher. Schneidet den Überstand ab und fertig. Solltet ihr aber noch nicht zufrieden sein, wiederholt die Sache einfach nochmal. Je nach Wölbung darf die Leimschicht auch etwas dicker sein, um mehr Kraft aufzubauen. Bei größeren Spielplatten wäre das Aufkleben von Papier natürlich sehr umständlich. Aber zum Glück gibt es auch noch einen weiteren Trick. Der funktioniert allerdings nur, wenn eure Spielplatte aus einem saugenden Material besteht. Also zum Beispiel aus MDF, Schaumpappe oder sonstigem. Hartschaum fällt da leider aus, da müsst ihr dann wieder Papier drunter kleben. Als Materialien braucht ihr eine wasserdichte Unterlage, zum Beispiel eine Wachstischdecke, dann noch Küchenrolle, ein Glas mit Wasser und eine Pipette zum Dosieren. Breitet die wasserdichte Unterlage aus und legt dann Küchenpapier drauf. Feuchtet dies dann mit Wasser an. Die Tücher müssen nur angefeuchtet und nicht klitschnass sein, daher die Pipette. Legt dann die Spielplatte drauf und beschwert die Ecken, damit diese heruntergedrückt werden. Die Feuchtigkeit aus den Tüchern zieht dann in den nächsten Stunden in die Platte. Weicht sie etwas auf und wird dabei von den Gewichten gerade gebogen. Nach etwa einem Tag ist die Feuchtigkeit dann verdunstet, die Platte wieder ausgehärtet und dann auch spürbar weniger gewölbt. Bei dickeren Platten müsst ihr das eventuell nochmal wiederholen. Für 10 mm dicke MDF-Platten habe ich vor einigen Jahren mal zwei Durchgänge gebraucht. Aber selbst der Aufwand hält sich absolut in Grenzen. Aber was tun bei Spielplatten, die bereits mit Streu dekoriert sind? Das soll schließlich nicht plattgedrückt werden. Bastelt euch in dem Fall kleine Plattformen von ca. 10 x 10 cm und klebt auf einer Seite Heftzwecken in die Ecken. Auf diese kleinen MDF-Helfer werden dann die Gewichte gestellt, um die Ecken der Spielplatte nach unten zu drücken und das Streu nicht zu beschädigen. Und das war's dann auch schon. Ihr seht, außer etwas Zeit und Platz zum Ausbreiten ist nicht viel nötig, um gewölbte Bases und Spielplatten wieder flach und gerade zu bekommen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Begradigen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!